Otto Wagner errichtet eine moderne, weithin sichtbare Kirche für die psychiatrische Krankenanstalt am Steinhof. Und er engagiert Koloman Moser für die Gestaltung der Fenster, denn Koloman Moser war damals einer der bedeutendsten Künstler um 1900. In seinen Fenstern beschreibt Koloman Moser jetzt den Weg der Menschheit vom verlorenen irdischen Paradies hin zum himmlischen Paradies. Wichtig war, dass die Fenster die Helligkeit der Kirche noch unterstreichen sollen. Daher wird Moser nicht bemalte Glasfenster nehmen, sondern Glasscheiben herstellen, die er so machen lässt, dass in die geschmolzene Glasmasse Metallpartikel eingearbeitet werden, was eine unglaublich große Leuchtkraft erzeugt. An der Seite des großen Ostfensters befindet sich ein schmales Engelsfenster, das, was man hier auf diesem Entwurf auf Papier sehen kann. Koloman Moser verwendet aber nur die Farben Weiß, Blau, Rot und Grün. Und die Dekoration der Gewänder und der Flügel sind stark geometrisiert. Jetzt befinden sich die Fenster im Osten und im Westen. Das heißt, wenn die aufgehende und untergehende Sonne durch diese Fenster scheint, in so einem Moment, wenn man in der Kirche ist, glaubt man, man ist schon im Paradies.